Monaten, die Il faut cuisinier, ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, das Buch, Schulbuch für Köche, es ist ganz ohne Serifen gedruckt worden, der Inhalt ist teilweise fragwürdig, es wird vorgelesen, weil es das Buch, Schulbuch für Köche ist. So, im Teil Arbeitssicherheit bin ich angekommen bei Kapitel 1 Unfallverhütung 1.1 Fußboden. Bevor ich damit anfange, möchte ich noch auf zwei Abbildungen eingehen. Das sind zum einen die Unfallbereiche, 65% Küche, 26% Restaurant, 9% Sonstige und die Unfallschwerpunkte sind Maschinengeräte mit 24%, Heben tragen mit 26%, Wegeunfälle 29%, deshalb hier auch der Fußboden und danach Schneiden mit 21%. Der zweite Unfallschwerpunkt ist Heben und Tragen, deshalb kommt in 1.2 auch Tragen und Heben von Lasten. So. 1.1 Fußboden, Floor Le Plancher Fußboden. Etwa 20% der Unfälle, die sich in der Küche ereignen, sind Stürze. Wenn auch oft Eile und Hast zum Sturz beitragen, so sind die eigentlichen Ursachen meist. Erster Punkt, ein verschmutzter und damit nicht rutschfester Boden. Zweiter Punkt, Gegenstände, die im Laufbereich abgestellt und vom Verletzten übersehen worden sind. Stürze können deshalb vermieden werden. Deshalb erster Punkt Wege frei halten, zweiter Punkt Schuhe mit rutschfesten Sohlen tragen. Abgetragene Straßenschuhe taugen nicht für den Beruf. Dritter Punkt Verschüttetes sofort aufwischen. Nächster Punkt kleinere Fettmengen am Boden mit Salz bestreuen. Nächster Punkt, vor dem Betreten des Gefrierraums Schuhsohlen abstreifen, denn an feuchten Sohlen bildet sich sofort eine Eisschicht. Das war's auch schon. Tschüss.